Dankeschön, Detlef. Dann. Also, ihr seht, es ist schon halb. Wir wollen uns langsam mal sammeln. Wir schlagen vor, wir sammeln uns an dieser Litwas-Säule vor der Bank hier, also zwischen Bank und U-Bahn-Eingang. Aber wir haben jetzt noch eine Person von Amaro Poro. Das können wir sonst auch unterwegs machen, denn mir ist ganz wichtig. Amaro Poro, Lila, magst du mal nach vorne kommen? Ja. Ja, bis Lila kommt, hoffentlich kann der Tunjai sonst. Du wolltest noch was sagen. Mach du ruhig. Genau. Ich bin Julia von der Amazon, aber es ist egal. Wir sind eine Jugendselbstorganisation von Roma und Nicht-Roma, für Roma und Nicht-Roma. Unser Verband hat mehrere Aufgaben, zum Beispiel haben wir die Kindergruppe und eine Jugendgruppe. Und auf einer Anlaufstelle und im Rahmen der Anlaufstelle haben wir ein Projekt für obdachlose Familien bzw. für ihre Verbesserung der Lebenssituation. Diese Demo ist auch sehr wichtig für uns, weil... Also, genau, Amaro Poro ist eigentlich eine Jugendselbstorganisation, aber hat auch, also deckt auch andere Bereiche ab, zum Beispiel Sozialberatung. Und da haben wir auch die Anlaufstelle, wo wir Sozialberatung anbieten, für vor allem EU-Bürgerinnen aus Rumänien und Bulgarien. Und im Rahmen der Anlaufstelle haben wir jetzt ein Projekt beantragt, letztes Jahr zur Verbesserung der Wohnsituation von diesen Menschen, weil die in ganz prekären Wohnsituationen leben müssen zurzeit, was auch daraus resultiert, dass eben die Leute in irregulären Arbeitsverhältnissen irgendwie sich befinden, weil sie nur eine eingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit haben innerhalb der EU. Das heißt, sie können nur aus selbstständiger Arbeit Geld verdienen. Und so ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen, ist total schwierig. Und deswegen sind auch die sozialleistungsrechtlichen Ansprüche oftmals ungeklärt. Und was halt wiederum dazu führt, dass die Leute extrem ausbeutbar sind, einfach in jederlei Hinsicht. Was halt oft vorkommt, ist, dass die Leute irgendwie in total heruntergekommenen Häusern zu Buchermieten leben, eben genau, weil sie so ausbeutbar sind und sonst halt irgendwie total schwierig an normale Mietverträge kommen. Und selbst wenn sie Hartz IV beziehen, ist es trotzdem total schwierig für die Leute, eine Wohnung zu finden, aufgrund der Diskriminierung, weil viele Leute einfach denken, die Roma, die wohnen doch immer irgendwie zu 10 in 2-Zimmer-Wohnungen irgendwie, ohne halt eben zu die Lebensrealität von den Leuten zu berücksichtigen. Und innerhalb dieses Wohnprojektes haben wir halt auch viel mit obdachlosen Familien zu tun. Da ist die Situation besonders schlimm, weil es in der Kältehilfe, also es gibt einmal Notunterkünfte für obdachlose Menschen, aber keine einzige ist für Familien dabei. Neben diesen Notunterkünften gibt es noch obdachlose Wohnheime. Die bezahlt aber das Jobcenter oder das Sozialamt. Und wenn die sozialleistungsrechtlichen Ansprüche nicht geklärt sind, das heißt irgendwie, die keinen Anspruch haben auf Hartz IV oder auf Sozialhilfe, dann... Okay, ich check das mit der Rückkopplung hier nicht. Okay.
Genau, wo war ich stehen geblieben? Die Obdachlosen Wohnheime. Wenn die Leute eben kein Hartz IV beziehen, dann werden die Kosten der Unterkunft in Obdachlosen Wohnheim nicht gezahlt. Genau, und das ist dann irgendwie, was eben dazu führt, dass dann irgendwie so linke Projekte oder Privatleute oder so Vereine wie Amaro Foro halt dann die Verantwortung dafür tragen, die Leute irgendwie unterzubringen. Also Leute von uns im Verein haben schon Leute privat bei sich aufgenommen, weil es einfach nichts gab. Genau. So, ich bin Kutter Koh. Wir haben hier die schönen Buttons von Kotti und Co., die könnt ihr gegen eine Spende bekommen, weil die Demo kostet halt auch Geld, die ganzen Drucksachen und so weiter. Und da gehen Leute rum, die eben die Buttons verkaufen, da steht drauf I love Kotti oder I hate Miete. Passt ja eigentlich. Und genau, ab 1 Euro ist die Spende und jetzt geht es sozusagen los. Jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde hier rumgestanden und jetzt geht es nochmal nach dort zum Sammeln bei der Litfaßsäule und ganz vorne geht das Leittransparent, das hat sich da schon aufgestellt. Dahinter fährt der Wagen von Verdi und alle anderen finden dann hier.